Wie findet ihr den perfekten Wildcampingplatz? Nach 4 Jahren Leben im Zelt sind wir schon Profis im Wildcampen auf Fahrradweltreise. Wir verschaffen uns einen groben Überblick über die Lage und das möglichst ohne aufzufallen. Perfekt ist der Platz, wenn der Boden eben und Trinkwasser in der Nähe ist und vor allem keine Licht- oder Lärmquellen in der Nähe sind. Wenn du mitten in der Natur bist, gib auf Pflanzen und Tiere Acht. Schau dir den Zeltuntergrund an und beseitige alle spitzen Gegenstände, die deine Zeltplane beschädigen können. Und am wichtigsten, hinterlasse keinen Müll und nimm den Müll von anderen mit. Und wie du jetzt in Großstädten wild zeltest und was du auf keinen Fall tun solltest, erfährst du in unserem Wildcamping-Artikel und unseren Videos.